Vielen Dank. Genau, ursprünglich, also dieser Talk hat ganz viele Titel und in dem Submission-Prozess habe ich mir komischen Codeschreiben, der schnellen Code schreibt, ausgedacht. Die Urversion hieß C++ ist blöd. Mehr so als Teaser für unsere ganzen Java-Studenten. Genau. Ja, er hieß mal C++ ist blöd. Er heißt auch Algorithmenvarianten in High-Performance-Anwendungen, Zero-Cost-Abstraction und, wenn die Zeit reicht, das ist immer die Frage, ein unpopulärer Lösungsansatz. Mal gucken, wie populär der hier so im Chaos ist. An den Hochschulen kriegt man da immer so Augenbrauen ein bisschen. Genau, mein Hintergrund wurde schon gesagt, ja, ich programmiere schon ein bisschen länger. Ich habe nie behauptet, dass ich es besonders gut mache, aber ich mache es besonders gern. Wobei auch, dass man nicht unbedingt raushört. Ich habe mir sagen lassen, man hört an dem Vokabular, in dem ich fluche, ob es gut oder schlecht läuft. Also nicht an der Tatsache, ob ich fluche. So. Genau, primär C++ schreibe ich seit 2000 und seit 2007. Da habe ich mich angefangen, in die Computergrafik reinzufuchsen. Seitdem primär in diesem High-Performance-Umfeld, was diese ganze Geschichte auch so ein bisschen motiviert hat. Übrigens, hier sieht man Visual Basic 4 damals auf Disketten. Cool. Genau, Computergrafik heißt, wir versuchen schnell schöne Bilder zu erzeugen. Davon rede ich heute leider nicht. Das ist eigentlich, was ich sonst so mache. Ja, und ich denke, was ihr alle wisst, oder? Nochmal so Hände hoch, wer glaubt das? Ne? Wenn es performancekritisch ist, dann brauchen wir irgendwie C++ oder C. Oder? Stimmt jemand zu, so grob? Einzelne. Oder Python, genau, bestimmt. Ja. Genau, also Beispiele für, wo es darum geht, ja, so Embedded-Zeug, wo halt die CPUs klein sind, Medical-Anwendungen, Simulationen, Grafik oder, gerade wurde es angekündigt, ohne KI, jetzt habe ich noch gesagt, oder KI, ne? Also wenn man mal PyTorch aufmacht und hinter das Python guckt, ja, was steht da? Da steht kein Python mehr. Ja, und Software, für die diese krassen Laufzeiteigenschaften nicht gefordert werden, die setzen wir in der Regel nicht mit C++ um, weil man redet dann davon, das muss ja produktiv sein, da muss effizient entwickelt werden und deshalb macht man dann Java oder C#, aber das ist jetzt, das ist ein anderer Rant, den können wir dann nachher beim Bier besprechen. Ja. Oft hat man ja so ein bisschen Angst vor Neuem oder Ungewohntem oder strangen Sachen, aber das ist auch ein anderer Rant, aber steckt so alles in dieselbe Kerbe rein. Sondern der Rant heute ist, ja, Performance wollt ihr, dann braucht ihr C++. Das ist so das allgemeine Wissen, würde ich behaupten. Und das stimmt auch, ja, wenn ihr jetzt den Python-Code nimmt, den nach C++ übersetzt, ja, da kriegt ihr schon so ganzzahlige Faktoren raus, die ganz hübsch sind. Natürlich ist aber, wenn wir uns da so richtig schön reinnörden, dann ist es damit natürlich noch nicht getan, sondern dann wollen wir wirklich gucken, wie quetschen wir denn so das letzte bisschen da raus. Genau, und das sage ich hier mit No Pain, No Additional Gain. Ja, da wird's schon ein bisschen tricky und abgefahren. Und da guckt man so ein kleines bisschen rein. Und wenn es nur als abschreckendes Beispiel ist, und am Schluss mache ich dann ein abschreckendes Beispiel, wie man sonst abschreckenden Code schreiben kann. Genau, aber nichts zu Performance, ohne den Knut zu zitieren, hier in voll, muss man jetzt nicht ganz durchlesen, zusammengefasst, das heißt immer, premature optimization is the root of all evil. Ja, nicht optimieren, bevor ihr es wirklich wisst. Ja, das stimmt. Das Quote hört da aber nicht auf. Ja, sondern was er sagt ist, naja, es gibt so ein paar Prozent, da wollt ihr es optimieren, da kommt es drauf an. Ja, da wollen wir das auch. Da wollen wir uns Gedanken drüber haben. Natürlich, ja, alles, was ich jetzt sage, erst einmal messen, fertig implementieren, mal gucken, wo ist denn wirklich das Bottleneck, bevor man einen Haufen Quatsch macht, den man gar nicht braucht. Aber unterm Strich, es gibt diese Codestellen, also gut, in der Computergrafik gibt es eigentlich nur diese Codestellen gefühlt. Und da kann man dann natürlich auch mal reingucken und ein bisschen Zeit verbringen. Genau, jetzt sage ich schon ganz oft Computergrafik, das ist halt so die Ecke, aus der ich komme. Was ich jetzt heute erzähle, ist kein Computergrafik-Thema und auch nicht auf Computergrafik-Anwendungen irgendwie eingeschränkt. Aber natürlich einfach so mein Hintergrund. Ja, um was geht es in der Computergrafik, so wie ich sie betreibe? Da geht es darum, so schnell wie es geht, so schön wie es geht, Bilder zu erzeugen. So schön hängt immer so ein bisschen dran, ja, wir sind halt meistens Techniker, das heißt irgendwie so richtig, außerdem ist es hier zu hell und man kann die Bilder nicht gut sehen, müsst ihr mir verzeihen.
Ich habe gehört, wenn man das Licht ausmacht, seht ihr mich nicht mehr. Und viel wichtiger ist ja, dass ihr mich seht als die Filter. Ne? Ist, genau. Schön heißt immer so ein bisschen, ja, wir wollen, dass das schön simuliert ist und dass wir tolle Effekte haben. Wenn ich als Computergrafik-Hacker natürlich irgendwelche Szenen modelliere, dann schaut das unterm Strich nicht schön aus. Das weiß ich schon selber. Genau, aber es geht darum, sehr schnell schöne Bilder zu erzeugen. Und sobald die Bilder schnell genug erzeugt werden, realisieren wir, dass sie eigentlich nicht schön genug sind. Also es dreht sich total im Kreis. Und wir wollen immer mehr und mehr und mehr. Und das ist ja auch schön. Das heißt, genau da, wo es darum geht, mal zu gucken, was können wir denn eigentlich überhaupt machen, ja, wenn wir uns jetzt ein cooles neues Verfahren ausdenken, dann gilt es natürlich auch keine Zeit zu verschwenden, weil die Konkurrenz ist in der Regel super krass optimiert. Und da wollen wir natürlich konkurrenzfähig bleiben und gerade wenn man jetzt zum Beispiel in so seiner Promotion unterwegs ist und eine coole Idee hat, sich einen coolen Algorithmus ausdenkt, den publizieren möchte, dann bringt das halt nichts, wenn der nicht optimiert ist, weil dann wird das Paper keiner annehmen, weil offensichtlich ist der Code zu langsam oder der Algorithmus nicht gut genug. Ja, und wenn man dann dabei ist, zu probieren rauszufinden, wie man es denn am schnellsten macht, dann kommt man auf einmal in die Situation, dass man ganz viele Varianten von diesem Verfahren ausprobieren muss, um zu gucken, wie verhält sich das denn, wo sind denn genau die Stellschrauben? Ja, so ein konstantes Messen, Evaluieren, Optimieren. Das kann dann schon auch so ein bisschen Gradient Descent-mäßig gehen. Das heißt, vielleicht findet man gar nicht das globale Optimum, aber immerhin. Ja, hier sieht man ein Bild aus einem relativ alten Projekt. Da haben wir so was ihr von Fotos kennt, so diese Unschärfen auf unterschiedlichen Distanzen, ja, Tiefenschärfeneffekt. Der hat mir hier so mit diesem Kronleuchter vorne. Ja, ist wieder so ein Fall von, die Computergrafiker haben es gemacht, aber besonders schön sind die Ergebnisse nicht. Es geht jetzt nur um die Qualität von diesem Verwaschenen, was man da sieht. Was machen wir da? Das war ein Projekt, das ich mit einem Masterstudenten zusammen gemacht habe. Ja, der hat einfach verschiedene Varianten von diesem Algorithmus umgesetzt. Und ja, so hier in diesen Insets kann man schön sehen, dass diese Lampe hier, also das ist hier so ein Stück von dieser Lampe, ne, von dieser Lampe hier. Und dass je nachdem, welches Related Work man implementiert, ist die mal nur halb da oder ja, auch nur halb da in einer anderen Form. Genau, wir wollen also vergleichen, wie schneiden wir qualitativ und performancemäßig ab im Vergleich zu dem, was es schon gibt und wie können wir das tunen, dass wir vergleichsweise gut dastehen. Natürlich, ja, immer schön ehrlich, wir wissen, alle optimieren die Hölle aus ihrem Zeug raus, also müssen wir es auch machen. Das ist jetzt nichts Unfaires oder so. Genau, kommt nochmal, wunderschön. Das heißt, was machen wir? Ja, bei einem von diesen, was man in diesen Kacheln gesehen hat, bei einem Verfahren haben wir das mal sehr, sehr systematisch gemacht und mal so richtig geguckt, welche Implementierungsvarianten von diesem einen wirklich einfachen, kleinen Stück Code können wir denn ausprobieren? Und wir haben 320 verschiedene Varianten ausprobiert und das uns ausgeben lassen, das auf verschiedenen GPUs rechnen lassen. Man sieht hier die Zeiten, die das braucht, das heißt, desto höher, desto langsamer. Das muss man jetzt nicht verstehen, ich könnte wahrscheinlich auch gar nicht mehr alle Aspekte erklären, das ist schon ein bisschen länger her. Mir geht es nur darum zu zeigen, wir gucken uns echt viel Zeug an, um rauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich das Schnellste und was passt denn am besten auf welche Hardware und so Sachen. Die Frage ist, wie machen wir das eigentlich? Ja, eine Möglichkeit, die kennen wir total gut. Ja, jeder von euch, der ein bisschen Code schreibt, kennt das. Ja, gut, wir wollen da Varianz haben. Das heißt, ja, wir machen eine Basisklasse, wir leiten da ein paar Sachen davon ab und dann lasst so Business as usual in Business. Ja, ganz normal. Das kann man machen. Und das würde ich jetzt mal zeigen. Ich würde es jetzt nicht live runterprogrammieren, weil das ewig dauert. Aber ich würde es mal ganz kurz den Code zeigen, der das macht für eine super einfache Anwendung. Und dann wollen wir mal uns angucken, wenn wir das so machen, was heißt denn das? Ja, weil wir werden sehen, das geht echt in die Zeit, dieser Ansatz. Und das beißt sich dann natürlich mit unserer Lust, das schnellstmögliche Ergebnis zu kriegen und verfälscht natürlich auch alles, was wir rausfinden. Genau, deshalb möchte ich mal zeigen, wir machen ein kleines Bildverarbeitungsprogramm. Das hier ist ein Bild von einem Stein, der nach Super Mario Viechern aussieht. Und das Bild ist groß genug, dass man tatsächlich ein bisschen Rechenzeit verwenden kann. Genau, also da mal ein kleines bisschen Code stehen. Ich würde sagen, ich gehe mal ganz kurz durch und erkläre mal, was in diesem Code passiert und dann verändern wir den ein bisschen, messen zwischendrin mal, gucken uns an, was haben wir denn erreicht mit dem, was wir da tun. Genau, da wäre es jetzt gut, wenn man ein bisschen C++ kann, ansonsten, wenn ihr was anderes könnt, floatet so mit und nimmt so die wichtigen Teile mit. Ja.
Das, ich glaube, wenn wir das Licht aus... Also ich, wir können auch so ein bisschen Strobo machen, immer Licht an, Licht aus, so bin ich dabei. So, ist das okay? Könnt ihr mich noch sehen? Hallo, sehr cool. Okay, also, was wir machen ist, wir haben hier so ein kleines Main-Programm, wir gucken mal, welche Argumente übergeben wir diesem Ding. Und dann haben wir so einen Bildfilter. Die Idee ist jetzt, wir nehmen ein Eingabebild, wir operieren auf dem ein wenig rum, das könnte beliebig kompliziert sein, wir machen jetzt super einfache Sachen und dann kommt am Schluss ein Bild raus und das speichern wir ab. Ja, heißt, Schritt 1 ist, wir laden uns unser Bild, dann gucken wir mal auf die Uhr, dann operieren wir auf diesem Bild rum, dann gucken wir wieder auf die Uhr. Die Zeit, die vergangen ist, ist obviously die Differenz von diesen beiden Zeiten. Das teilen wir dann fröhlich mit und am Schluss speichern wir das Bild. Das heißt, er wird jetzt sagen, ey cool, Bild verarbeitet, hat 50 Millisekunden gedauert. Oder dauert es noch mehr als 50 Millisekunden, weil das wieder auf Platte geschrieben wird. Ja, und das ist natürlich eigentlich hier der Flaschenhals. Das heißt, das, was wir jetzt hier optimieren, ist für diese Mini-Anwendung gar nicht diese 3%, von der die Rede war. Aber mal um einen Use-Case zu haben, über den wir reden können, machen wir das immer so. Genau, das ist die Grundidee von dem Programm, wenn wir das mal übersetzen. Und so, dann gucken wir mal, wo sind wir denn hier? So, gehen wir mal nach live und da haben wir die OOP-Version. So, da laden wir uns jetzt unser Goomba-Bild, ja, ihr kennt das hier, ja, mit dem Typen hier. Ups, so, laden wir den ein und schreiben das raus und sagen, wir möchten diese Figur jetzt so richtig stilvoll in Grau. Dann sagt er, okay, dauert 49 Millisekunden. Meine große Hoffnung ist jetzt, dass meine Messungen mir nicht an die Wand fahren, ja, weil das ist, also, ne, wir gucken da auf die Uhr, dann rechnen wir eine Mini-Kleinigkeit, dann gucken wir wieder auf die Uhr, ja, wir haben da keine Warm-Up-Phase drin, wir pinnen das nicht auf CPU-Cores oder sonst was. Und wie es wahrscheinlich so läuft, ist jetzt alles gleich schnell live. Ja, das, aber glaubt mir, wenn man das ordentlich misst, es kommt ein Unterschied raus. Wir werden es mal sehen, ja. Vielleicht habe ich ja auch Glück und es geht gut raus. Okay, wenn wir uns das angucken, ja, wir haben hier unseren Stein und dann sind wir hier im Live und in der Variante mit dem OOP und jetzt haben wir hier unseren besonders stilvollen Stein. Das ist eine Option, was wir machen können. Um die Variation wirklich zu zeigen, ja, haben wir noch den Doom-Filter implementiert. Also, hat jemand von euch Doom gezockt? Seid ihr so in dem Alter, ja? Oder? Auf jeden Fall, so ein paar. Genau, das, ja, unten sieht man es noch grau und jetzt sieht es so ein bisschen aus, als wäre es... Wer ist in der Doom-Engine gerendert? Ja, alles so ein bisschen rotschiftig. Ja, wie sieht es im Code aus? Na, da gibt es hier diese Filter. Die leiten von so einem allgemeinen Filter ab. Das können wir uns mal hier vielleicht in dem Image angucken. Ja, da gibt es hier diese Filterklasse. Ganz klassisches, einfaches OOP. Gewinnen wir keinen Designpreis für. Ja, und was machen die? Na, der eine nimmt eben die RGB-Farbe von einem Pixel, bildet den Durchschnitt und schreibt die raus. Ja, eigentlich wollte man Luma rechnen, das wäre vielleicht sauberer, aber anyway. Und was der Doom-Filter macht, ist, der macht einfach ein bisschen mehr Rot rein und alles andere macht er so ein bisschen runter. Und genau. Ja, unterm Strich relativ einfach. Bei dem Bild, was haben wir noch dabei? Ja, wir laden das, wir räumen unseren Kram auf, wir können das speichern. Viel mehr passiert da gar nicht in diesem Code. Ja, wenn wir das laufen lassen, haben wir jetzt gesehen, 49 und 70. Ich notiere das mal, weil ich finde das nie wieder auf meinem Terminal. Ja? Haben wir 49 und 70 und das ist Gray und das ist Doom. Okay. So, das ist die eine Variante. Und was wir jetzt sehen ist, wenn wir vielleicht hier nochmal reingucken, bei dieser Filteranwendung, wir sagen nur, hey, filter mir dieses Bild und ich gebe dir hier meinen Filter rein und dann eier da mal drüber. Ja, was machen wir? Wir gehen über jedes Pixel innerhalb von diesem Bild und rufen jetzt hier, ups, jetzt nicht mehr, jetzt wieder, rufen hier diese Funktion auf, die eben diesen einen Pixelwert verändert. Und wenn wir uns das mal angucken, dann sehen wir, dass hier einer von diesen Virtual Calls ist. Wenn ihr aus der Java-Welt kommt, dann könnt ihr euch das als eine ganz normale Methode vorstellen. Wenn ihr aus der C++-Welt kommt, ist dieser Unterschied vielleicht sogar relevanter. Ja, wir haben eben diesen Dispatch. Das heißt, das ist ein Funktionsaufruf, der nicht so leicht zu optimieren ist für den Compiler, weil er gar nicht unbedingt wissen kann,
Ja, das, also er hat mich auch ein bisschen bemüht, dass er das nicht sofort raten kann, richtig, weil er gerne wissen kann, welche von diesen Funktionen eigentlich laufen soll. Ja. Und das machen wir für jeden Pixel, und wenn wir das Bild angucken, das sind 3000 auf 4000 Pixel, das heißt, wir machen ganz schön viele Virtual Calls. Die Frage ist, wie sehr geht das eigentlich auf die Zeit? Ja, weil wenn wir jetzt angenommen unsere coolen Pixel-Operationen irgendwie effizienter machen wollen würden, gut, so, gut, da wäre jetzt schon auch was zu holen, ja, ist die Frage, wenn wir da jetzt irgendwas um 10% besser machen, geht das vielleicht einfach in diesem Overhead von diesen Funktionsaufrufen völlig unter. Und deshalb, und um so den ersten Punkt zu illustrieren, gucken wir uns mal an, was ist denn eigentlich der Unterschied. Heißt, ich lasse das Licht jetzt aus, weil wir eh gleich wieder zum Code gehen. Ja. Heißt, wir können, ja, ich zeige das andere Beispiel gleich. Heißt, was wir machen können, ist, ja, aus der C- und C++-Welt, ihr kennt das alle, na, wir machen halt if-devs oder wir machen Copy und Paste. Ja, weil wenn das OOP nicht funktioniert, dann kopieren wir den Code einfach 25 Mal untereinander und dann wird es schon passen. Ja, ihr lacht, ja, wartet auf. ja, wir können uns mal angucken, wie sieht das denn, um was für Code geht es denn eigentlich? Ja, wir haben jetzt hier diese mini-kleinen Pixel-Operationen gezeigt. Das Beispiel kommt eigentlich aus diesem tiefen Unschärfenfilter, der ein bisschen komplizierter ist. Und da haben wir den Kernel, den damals der Linus geschrieben hat. Er hatte so ein Stückle Code. Was jetzt eigentlich in diesem pro Pixel passiert, das ist, in dem Fall ist das jetzt auch GPU-Code, das ist jetzt kein regulärer C++-Code. Aber anyway, also da ist einfach so ein bisschen Code, da passiert ein bisschen was. Das ist so die Größenordnung, von der wir reden und wo wir jetzt gewisse Dinge ändern wollen. Zum Beispiel ist eine Sache, wenn man sich das anguckt, man sieht, dass hier dieser Code sehr ähnlich aussieht. Ja, was wir da machen ist, dass es, wir haben so einen ersten Teil, der sich super parallelisieren lässt, und dann machen wir für das Rest, was hinten noch übersteht, machen wir so ein bisschen Sonderbehandlung. Das ist, in den Details ist das jetzt wurscht. Das ist jedenfalls eine Überlegung, wie man diesen Code effizienter laufen lassen kann. Und ich schätze mal, nachdem das die eine Variante ist, die ich rausgelassen habe, ist das wahrscheinlich die schnellste von allen gewesen, aber das kann ich jetzt aus dem Stand auch nicht sicher sagen. Genau, also um die Größenordnung geht es in dem Code, was uns eigentlich interessiert. Wir gucken es natürlich an dem einfacheren Beispiel an. Und das einfache Beispiel, was wir jetzt mal machen, ist, dass wir den Code, der jetzt so schön mit OOP funktioniert hat, den wurschen wir jetzt einmal um, dass der mit Copy-and-Paste-Style-Programming funktioniert. Okay, was wir dazu machen ist, wir wollen immer, das ist auch ein Ding, das ich schmerzhaft gelernt habe, immer jede verdammte Version aufheben. Weil sonst brauchen wir die alte wieder. Also mal die Copy-and-Paste-Variante. Und so, was brauchen wir für die Copy-and-Paste-Variante? Wir brauchen erstmal kein OOP mehr, ne? Das heißt, wir schmeißen das hier raus und das hier raus. Wir brauchen diese Filterklasse nicht mehr und entsprechend hier dieses vorwärts deklarierte brauchen wir auch nicht mehr. Ja? Wir schmeißen das alles raus. Und entsprechend brauchen wir auch keine Overrides mehr. Und nachdem wir jetzt eh copy und pasten, uns jetzt ja an der Stelle wollen wir dem Compiler gar nicht mehr so viele Dinge in den Weg stellen, was die Optimierung angeht. Das heißt, ich ziehe mal diese Sachen schön raus. Und wir tun die ins Header-File. Okay, so, dann haben wir hier jetzt eigentlich gar nichts mehr drin stehen, dann werfen wir den Kram einfach weg. Ja, das File interessiert uns nicht mehr. Wir haben jetzt hier diese ganze Filterlogik ins Header-File geschrieben, mit der Idee, ja, wir schreiben jetzt noch zwei Varianten von dem Code, der über dieses Bild läuft. Eigentlich könnte man das jetzt natürlich komplett zusammendampfen, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen weniger Code, aber unterm Strich wird es noch unmaintainbarer. Das wollen wir nicht. Okay, haben wir jetzt hier diesen Code von dem Bild. Ja, was machen wir da? Wir ändern das von dem regulären, abstrakten Filtertypen auf eben diesen spezifischen Filtertypen, den wir da haben. Das heißt, wir nehmen ein Gray-Filter. Ich nehme das mal, ist wurscht mit der Constref. Und einen Doom-Filter. Was brauchen wir noch? Wir brauchen da ein paar Forwards. Dass der die Referenzen kennt, ja, weil hier, wenn wir jetzt hier den Filter inkluden und im Filter das Bild, dann kriegen wir dieses klassische C-Include-Problem, wollen wir nicht haben. So, habe ich was vergessen? Ich würde sagen, wir finden es raus, oder?
So, genau, was haben wir noch gar nicht angeguckt? Wir haben das Main noch gar nicht angeguckt. Ja, wir müssen jetzt natürlich auch ändern, wie unsere Hauptprogrammlogik da aussieht. Wir machen das so richtig oldschoolig. Wir sagen, es gibt diese beiden Filter und das ist der, den wir benutzen wollen. Und wir sagen jetzt hier use is gray und hier sagen wir use is doom. So, und dann können wir hier sagen, naja, anstatt jetzt eben diesen Filter laufen zu lassen über diese generische Variante, wie wir sie vorher hatten, können wir jetzt sagen, naja, wenn das, was wir benutzen, der Graustufenfilter ist, dann sagen wir ImageFilter mit Gray. Und wenn das nicht der Fall ist, dann lassen wir den Doom-Filter laufen. So, haben wir noch was übersehen? Schauen wir mal. Ja, irgendwo sind noch Filter. Ah, genau, weil hier haben wir jetzt noch diese Varianten. Hier habe ich diese beiden neuen Filterversionen zwar angekündigt, ich habe sie bloß noch nicht umgesetzt. Ja, das machen wir jetzt hier. So sieht der aus. Und dann wird das so. Und jetzt kommt genau der Copy-and-Paste-Teil. Ja, wir nennen das Ding jetzt hier nur Doom. Der Rest bleibt gleich. Könnten jetzt natürlich auch kleine Änderungen drin sein. Ja? Also von dem Stand, den wir gerade haben. So. Und dann brauchen wir hier noch einen Include. Ups. Dass dieses Zeug zusammengeht. Ihr seht, live programmieren, was könnte schief gehen, ja? Endlos viel, so wie es ausschaut, ja? Genau. Dann sagt man den Dingen noch, dass die konstant sein dürfen. Ist auch immer gut, man programmiert live, man weicht ein bisschen vom Skript ab und das ist natürlich, das sind jetzt einwandfrei. So, okay. Jetzt sind wir hier in der Variante, die wir gerade gebaut haben. Ups. Und jetzt können wir das Programm nochmal laufen lassen. Lassen wir es zuerst mit dem Grau laufen, wie zuvor. Und dann kommen wir immerhin auf 37 Millisekunden. Und wenn wir den Doom-Filter laufen lassen, kommen wir auf 42. 37, 42, also was habe ich gesagt? 37 und 42. Also das ist schon, wenn man das mal relativ anguckt, ja, vielleicht sind euch jetzt 20 Millisekunden wurscht, mir als Computergrafiker nett, aber relativ gesehen ist so von 70 auf 42, das ist schon echter Brocken. Ehrlich gesagt, wenn man da jetzt mal genau reinguckt, es ist jetzt gar nicht der Virtual Call, der uns da so reinreitet, sondern was tatsächlich das Problem ist, ist eher, dass es überhaupt ein Call ist. Also ein Jump auf eine Funktion, wo man das ganze Stack-Handling braucht und pipapo. Es liegt jetzt gar nicht in dem V-Table, sondern es liegt tatsächlich, also ich habe die andere Variante ausgemessen, aber irgendwo ist auch Schluss mit dem, was ich alles live zeigen will. Ja. Deshalb sage ich es jetzt nur. Also es liegt gar nicht in dem Virtuellen, sondern einfach daran, dass der Compiler diesen dämlichen Funktionsaufruf da bauen muss. Und den muss er hier nicht bauen. Also wenn man den Kram auch mal disassembelt, dann sieht man, da bleibt kein Funktionsaufruf mehr übrig. So, okay, cool. Also das ist schon mal schön. So, und jetzt machen wir das Licht an, dass alle wach werden, oder? Bam! So. Okay, ich hoffe, das ist für euch Recording-Leute okay. Okay, also Copy and Paste scheint die Lösung für alle unsere Performance-Probleme zu sein, oder? Wer glaubt, dass das eine gute Idee ist? Mal anders gefragt, wer hat denn schon mal geglaubt, dass das vielleicht eine gute Idee sein könnte? Ja, genau. So, also ja, da steht es schon so, seriously, so, okay, also true story. Ja, ich habe da angefangen mit meiner Promotion in der Computergrafik und ich erzähle da nachher, warum ich es nicht anders gemacht habe. Aber wie ging es los? Ich habe ein bisschen Code geschrieben. Ein kleines bisschen Code geschrieben. Ich glaube, das geht hier so in Zeile 1000 los etwa. Das sind ein Haufen Shader, die dann auf der GPU laufen. Ja, das heißt, wir haben Verfahren, ja, was wollen die Computergrafiker immer machen? Das weiß eigentlich jeder, der auch kein Computergrafik macht. Wir wollen immer Schatten machen. Ja, Schatten sind irgendwie der heilige Gral. Das finden wir aus irgendeinem Grund total interessant. Genau, haben wir hier Schatten gemacht. Und ich hatte so eine Version von dem Code so als Baseline. Das ist das, was ich habe. Ach so, jetzt müssen wir das nicht wieder ausmachen. Okay, mach mal aus, ja. Zack, okay, dann könnt ihr hier wieder Code sehen. Ja? Also ihr seht, es ist hier auch schön zusammengefaltet. Ja, 300 und ein paar Zeilen Code, der
irgendwie Dinge tut, das jetzt völlig irrelevant ist, was das ist. Ja, mal so durch, ne? Man kriegt so ein Gefühl für die Struktur irgendwie, ja, okay. Ja, und wie geht's weiter? Naja, dann sind nochmal 300 Zeilen Code, der irgendwie Dinge tut, und wenn wir den angucken, stellen wir fest, irgendwie, das sieht schon echt ähnlich aus, ne? So, okay. Und jetzt mal, wie lange glaubt ihr, braucht ihr, um die Unterschiede da drin zu finden? Und das hört ja nicht auf, sondern dann kommt es hier noch einmal und dann kommt es hier noch einmal und dann kommt es vor dem anderen Code und so weiter und so fort. Und irgendwann hört man auf, Varianten auszuprobieren, weil es einfach nur noch fürchterlich ist. Und weil man, also, ja, so ist es beim Promovieren. Man denkt, man wäre besonders schlau und man kriegt das alles in seinen Kopf rein und irgendwann stellt man fest, shit, das haut alles überhaupt nicht hin. Das hat dann funktioniert, das war konkurrenzfähig schnell, aber die Frage ist, was hätte man eigentlich rausholen können, wenn man das ordentlich solide untersucht hätte. Wäre eigentlich spannend, ne? Genau, also so, ja, seriously, been there, done that. Das kam mir schlau vor in dem Moment. Wir kommen noch dazu, warum mir das schlau vorkam, und vielleicht könnt ihr es ein bisschen fühlen, wenn es soweit ist, ja. Aber ihr habt gesehen, das waren jetzt irgendwie so 4 Varianten von diesem einen Code und nochmal 3 Varianten von diesem anderen Code. Das hält sich alles in Grenzen. Was wir jetzt hier gemacht haben, sind 320 Versionen von diesem einen kleinen Stückchen Code. Das ist ja deutlich kleiner ist als das, was wir gerade gesehen haben. Und das haben wir, wie gesagt, sehr systematisch gemacht, auch mit dem Ansatz, wo ich dann am Schluss drauf raus will, der uns das erlaubt hat. Und ja, wir haben ja hier diesen einen Kern, der da läuft. Wir können die aber auch mal alle angucken. Alle Varianten, die wir rausgeneriert haben. Ja, da steht jetzt immer so ein kleiner Kommentar drüber, der sich im Endeffekt hier mit diesem Diagramm deckt. Ja, auch gelernt, dokumentier, was Kernel 1 macht, weil sonst bist du aufgeschmissen. Ja, und tatsächlich ist es so, dass da einiges an Zeug rauskommt, dass man jetzt auch nicht einfach so lesen kann. Und da sind jetzt auch die Unterschiede nicht immer so einfach zu sehen direkt. Aber immerhin ist es irgendwie dokumentiert. Das hat ja durch diese Partitionierung auch eine Logik. Man findet schon die Sachen, die man möchte. Und final findet man das Ende auch bei Zeile 19.376. Ja, also, okay, immerhin, man muss das ja nicht lesen, sondern man schreibt noch ein kleines Skript außenrum, das eins nach dem anderen ordentlich durchmisst. Dann rechnet es. Ja gut, das ist alles Computergrafik, das rechnet nicht so lang. Ne? So 300 Versionen, keine Ahnung, wir nehmen uns vielleicht eine Minute, um das solide zu messen, dann ja, ist das immer noch lang nicht irgendwie bei Learning-Zeiten. Genau, aber stellt euch vor, das mit Copy and Paste so zu analysieren, ne? Da geht ja die Wände hoch, das haut einfach nicht hin. Ja, ein anderer Ansatz, so, ich habe schon vorhin gefragt, ne, wer kann denn so ein bisschen C++? Viele können so ein bisschen C++. Was liegt euch auf der Zunge, wenn ich sage, hey, wir haben hier Code, von dem wir Varianten angucken wollen? Ja, obviously, lass uns das doch mit Templates machen. Ja, ist voll schlau. Wer aus der Java-Ecke kommt, Templates ist ähnlich wie Generics. Der Unterschied ist, dass bei C++-Templates tatsächlich während dem Compile-Vorgang Code erzeugt wird, der dann weiter kompiliert wird. Und das gibt uns die Möglichkeit, diese ganze Code-Erzeugung ein bisschen zu treiben. Und man kann das, ich habe da noch Beispiele, die ich wegen der Zeit leider nur kurz zeigen kann. Aber man kann damit unheimlich viel machen. Und wer das nicht glaubt, soll einfach mal gucken, was bei Boost abgeht. Es ist total beeindruckend und es ist super gruselig. Okay, aber wir machen ja unser schönes, handsames Beispiel mit der Bildverarbeitung. Das können wir uns auch mal kurz mit Templates angucken. Wenn wir da mal reingucken. Das ist jetzt auch relativ einfach, weil wir im Endeffekt jetzt nur das Copy and Paste aufräumen. Ja, wir brauchen dieses Copy and Paste nicht mehr. Da gehen wir da jetzt mal hier zu dem Filter rein. Ja, was machen wir? Wir sagen, wir wollen eine Template-Member-Funktion haben. Der kriegt den Filter. Und der braucht auch sonst nichts. So, jetzt haben wir es mit den Templates natürlich so, ich weiß nicht, ob das allen geläufig ist, die müssen immer in den Headers definiert sein. Das heißt, was wir machen ist, wir schnappen uns das, hauen das alles da raus, hauen das da rein. Zack, zack. So. Und jetzt müssen wir das nur noch schaffen, das auf diesem übergebenen Typen irgendwie aufrufen zu lassen. Das Einfachste ist, wenn man das irgendwie
statisch machen. Können wir dann auch hier einfach ein paar Static-Funktionen draus machen. Ja, das kriegt jetzt alles den Software-Design-Preis, das ist mir bewusst. Wir wollen jetzt ja nur so einen Punkt machen. Genau, da müssen wir es noch im Main anpassen, dass wir jetzt nicht mehr diese Objekte übergeben, sondern dass wir jetzt diese Funktionen aufrufen, eben mit diesem Typen. So, fehlt noch was? Fehlt noch was? Schauen wir mal, fragen wir den Compiler, ob noch was fehlt. Werden wir sehen. Ah, die Consts, die machen jetzt natürlich keinen Sinn mehr. So, dann gehen wir erstmal dahin und gucken uns das einmal an. 33, man sieht, ne, das Rauschen in den Ergebnissen ist vollkommen vorhanden. Dass jetzt die Template-Version schneller ist als die Copy-and-Paste-Version, wage ich zu bezweifeln. 33 und 47. Ja, es schwankt auch in unterschiedliche Richtungen. Bitte? 42, ja, ich hatte im Kopf, dass es weniger war, ja. Vielen Dank. Genau, bei diesem wirklich ausgetüftelten Messsetup müssen wir es auch genau nehmen. Okay, also, was wir sehen ist, was haben wir denn jetzt eigentlich geschafft mit Kite kurz rum und auf einmal kommen dieselben Zahlen raus, das ist jetzt vielleicht wenig überzeugend. Was haben wir geschafft? Wir haben, und das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nur so mittelmäßig beeindruckend, wir haben hier diese beiden Varianten von dem Code, haben wir jetzt hier in eine Code-Variante gefaltet, die zur Compile-Zeit dann quasi ausgerollt wird, welche genommen wird. Genau, das ist jetzt in dem Fall vielleicht gar nicht so dramatisch, wenn man sich das aber mal auf die 320 Versionen zurückblickt, dann klingt es vielleicht auf einmal ein bisschen attraktiver. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Genau, tatsächlich ist es so, man kommt damit relativ weit und in Anbetracht der Zeit würde ich da jetzt eher, ich will es kurz zeigen, wahrscheinlich kennen es die meisten eh schon, aber falls nicht, einfach einmal kurz drüber hoppeln, im Zweifel, man kann das alles ausführen und laufen lassen und im Zweifel findet mich nachher und dann können wir in Ruhe angucken. Ja, und zwar gab es ein Beispiel, da hat der Erwin Unruh, der hat das, glaube ich, zum ersten Mal gezeigt, dass man mit dem Template-Instanzierungsmechanismus von C++ derzeit überraschenderweise tatsächlich rechnen kann. Und wenn man sich mal anguckt, das ist so eine Art super kaputtes Scheme, was beim Compile-Prozess interpretiert wird aus den Templates heraus. Das ist genau das, ja. Nur in schmerzhaft. Genau. Und das Coole ist, wir können jetzt einfach, das ist ein kleines Stückchen Code, das keiner versteht, das müssen wir jetzt hier auch nicht durchsprechen. Aber wir können das mal mit genau den richtigen Flags, weil so nativ, wie es da steht, kompiliert das heute nimmer. Permissive. So, wenn wir das mal übersetzen, dann sehen wir, okay, gut, der Code kompiliert erst einmal gar nicht. Also auch mit den richtigen Flags kompiliert er nicht. Und was wir sehen ist, dass tatsächlich dieses Template instanziert wird mit 2, mit 3, mit 4, mit 5, mit 6, mit 7, mit 8, okay, also mit irgendwelchen Zahlen. Ja, das so. Und es kommen sehr, sehr viele Fehler. Also was wir machen können ist, wenn wir das Zeug mal greppen, das heißt, wir schieben unseren Standard-Error an den Standard Out und dann greppen wir da mal in Instantiation und dann finden wir raus, dass die Fehler getriggert werden bei der Instanzierung von diesem Ding mit 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Genau, das heißt, die Compile-Fehler triggern genau da, wo wir Primzahlen reinstecken. Das heißt, wir können mit diesem Ding rechnen, ja, obviously, ja. Das ist jetzt noch nicht so eine Rechnung, die man dann wirklich in dem Programm verwenden kann, aber man kann tatsächlich über die Templates relativ leicht Code ausrollen und zählen, so macht das 10-mal und dann kann man auch, wenn man das dann disassembled, sieht man, dass das Zeug einfach hintereinander steht und das wird ultra krass optimiert. Das ist erstmal nice, ja. Und ja, das nächste, einer von den Gurus aus den ersten
C++-Template-Sachen damals, ist der Welthuisen. Der hat gezeigt, C++-Templates sind Turing vollständig. Ja? Das heißt, wir können wirklich alles damit machen, was wir wollen. Also, solange der Compiler mitmacht, ja, weil der gibt natürlich so eine Stacktiefe vor bei der Expansion. Und was er hier zeigt, ist, wie man eine Turing-Maschine in C++-Templates implementieren kann. Und da können wir uns auch den Code einfach mal anschauen. Das sieht natürlich total einladend aus, ne? Also, ich weiß nicht, wer von euch, der C++ kann, würde sich zutrauen, das jetzt einfach mal zu lesen und zu verstehen. Sitzt mal ein bisschen dran. Also, bis hier oben ist so ein bisschen der Framework-Teil. Hier unten kommt dann die Turing-Maschine, die er tatsächlich baut. Und hier unten lässt er sie laufen. Ich weiß nicht, ob ihr euch eine... Wer weiß denn, was eine Turing-Maschine ist? Kennt ihr das? Ja, die meisten, ne? Genau. Er kennt das auch aus der Vorlesung, ja. Na, wir wissen, eine Turing-Maschine, die hat so eine Konfiguration und da steht so Zeug auf dem Band, ja, und das kann man hier in diese Templates über so genestete Strukturen angeben. Und wir machen jetzt hier einen Type-Diff auf diese Halted Configuration und wenn die Fehlermeldung sagt Halted Configuration, dann heißt das, dass die Turing-Maschine anhält. Ja, wenn man eine andere Fehlermeldung kriegt, heißt das, dass sie nicht anhält. Die ist aber noch schwieriger zu lesen. Das ist jetzt aber eine, also das hier ist der Code für eine sehr, sehr popelige Sprache und ich habe das dann mal gebaut für eine größere Sprache. Das müsste jetzt auch jeden triggern, der irgendwie Informatik studiert hat, wenn ich sage, L ist irgendwie A hoch N, B hoch N für N in N, oder wer fühlt sich da getriggert? Ja, so einzelne. Das ist jetzt nichts, wofür wir eine Turing-Maschine brauchen, richtig? Ja, genau, brauchen wir eigentlich nicht. Aber es ist zumindest ein Beispiel, wo ich noch die Muße hatte, eine Turing-Maschine hinzuschreiben. Jetzt für A hoch N, B hoch N, C hoch N, das möchte ich nicht. Ja, vielleicht habt ihr noch den Kopf, wie die Grammatik explodiert. Ja, ist nicht schön. Genau, was ich gemacht habe, ist, ich habe das aufgeteilt. Ich habe einmal diesen Framework-Teil in das Header-File gestopft und dann meine ganzen States und Zustandsübergänge und Zeug hier reingestopft. Und ja, da wollen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Aber besonders einladend ist das nicht. Ja? Und trotzdem, tatsächlich muss ich sagen, ich habe mich total eingeladen gefühlt. Also das ist ein Foto von mir 2010, während meiner Diplomarbeit, oder 2009 müsste es gewesen sein. Nee, also dass es kein Foto ist, erkennt man daran, dass ich auch zu dieser Zeit schon eine andere Frisur hatte. Aber der Vibe war genau derselbe. Also wir machen das jetzt alles zur Compile-Time, das ist voll cool. Ja, habe ich gemacht. Können wir mal ganz kurz reinschauen, wie das so gelaufen ist. Ne? Und da wollte ich auch, ein Grafikproblem. Ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Welches? Und ich wollte natürlich diese Varianten vergleichen von meinen verschiedenen Implementierungen, wie ich dieses Grafikproblem löse. Da habe ich mir zwei Files rausgesucht. Na, das fängt erstmal ganz unscheinbar an. Und irgendwann gehen die Templates los. Und das sieht jetzt vielleicht handelbar aus, aber dieser Aufruf, der kommt natürlich aus diesem Template. Aus diesem Template da oben kommt und es hört nicht auf. Und der Nachteil davon ist, dass man bei dieser Template-Metaprogrammierung, das ist besser geworden die letzten 15 Jahre, aber trotzdem, der Boilerplate ist einfach enorm. Und was ich hier gemacht habe, ich glaube, unten kann man es am besten sehen. Hier habe ich drei Varianten. Na, also da geht es darum, wir steigen einen Baum ab und wir wollen wissen, wir haben da so einen Knoten in dem Baum und wir wollen wissen, gehen wir zuerst nach links oder nach rechts oder vergleichen wir da irgendwas. Na, was ist das? Drei Zeilen C-Code. Ja, was schreibt man außen rum? Wir schreiben so viel Boilerplate und übrigens diese 1000 Argumente, die man übergeben muss, ja, um dann diesen Bockels einfach in Code reinzustecken. Ne? Also das hier ist einfach. Alles außen rum ist total crazy. Und das macht man dann hier für die andere Version und dann machen wir es hier für die Version. Gut, hier passiert zumindest ein kleines bisschen mehr drin. Also hier haben wir tatsächlich mehr Inhalt als Boilerplate. Das ist für feingranulares Metaprogrammierung schon mal ganz schön gut. Ja, aber so wird es schwierig. Unterm Strich sind das etwa, also hier, wenn man das anguckt, so, keine Ahnung, 8.000, 9.000 Zeilen Code, 500 verschiedene Varianten von diesem Raytracer. Und mit der nächsten Compiler-Version kann man alles wegschmeißen.
Oder vielleicht sogar früher, weil auf dieser Ebene, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht der beste Programmierer, den es gibt, ganz sicher nicht, aber ich konnte das ja mal alles schreiben, aber ein Vierteljahr später konnte ich es nicht mehr lesen. Und das ist das Template-Problem. Also, ja, Compile-Time, all the things, hört halt irgendwo auch auf. Und vielleicht nochmal den Kreisschluss zu ziehen, zu vorhin habe ich gesagt, man könnte Code auch copy-pasten. Mein erstes Projekt nach meiner Diplomarbeit und dem Template für How war genau das, was ich gezeigt habe mit dem kopierten Code, weil ich mir dachte, das meine ich noch einmal. Und genau, warum kam ich nochmal auf die Idee? Ja, weil die Alternative auch nicht gut ist. Okay, also wir haben, wir wollen eigentlich High Performance machen. IFDEVs habe ich jetzt gar nicht gezeigt. Ja, ich glaube, das ist nicht nötig, oder? Dass geschachtelte IFDEVs nicht die Lösung sind, ist, glaube ich, allen klar. Dass diese geilen Zero-Cost-Abstractions mit Templates nicht so gut funktionieren, haben wir, glaube ich, jetzt auch gesehen. Also, man muss dazu sagen, für die richtig krassen Experten, die das wirklich, also es gibt ja diese Leute, die das können und die das machen und die eigen maintainen und die Boost maintainen und wirklich Hut ab, ihr könnt das einfach viel krass besser und das ist eine krasse Leistung. Aber jetzt so für den einsamen Doktoranden, der bis nachts an der Paper-Deadline hockt, das ist vielleicht nicht das Richtige. Gut, da haben wir natürlich noch andere Möglichkeiten, Code zu generieren. Nämlich, wir schreiben da einfach Code, der Code schreibt. Das kann ein Shell-Skript sein. Das geht relativ low effort schon. Oder wir nehmen gleich General-Purpose-Dinge her und schreiben Code, der in der Lage ist, Code zu schreiben, der Code schreibt und so weiter und so fort. Und das ist dann natürlich auf einmal wieder so aus Informatiker-Sicht super, super interessant. Ja, und wo kommt das her? Das ist so richtig altes Zeug. Wir haben uns da an der Lisp-Welt bedient. Ist natürlich doof, ja, dann fängst du an, Lisp zu machen und dann gucken dich alle an, als wärst du irgendwie von, was hast du, so eine Zeitreise gemacht oder so, ja. Ja, es gibt verschiedene Vorteile, dass es irgendwie viel zu langsam ist, dass du sagst, Lisp, das ist viel zu langsam und dann programmierst du weiter Python, ne? Ja, oder dass man das ja gar nicht lesen kann, weil das sieht ja anders aus, weil dann müssen wir eine neue Programmiersprache lernen, ja, okay. Tatsächlich, den ersten Lisp-Compiler gab es Ende der 70er, also noch vor meiner Zeit sogar. Ja, also der erste Lisp-Compiler ist älter als ich. Das wird was heißen. Und zu dem Ungewohnten, ich habe mal ein Jahr lang in der Firma gearbeitet, die haben alles in Delphi gemacht und ich war da so als C++-Fan, was ich mir anhören musste über die C++-Syntax. Ne? Also es ist immer, ja, wo man aufgewachsen ist ein bisschen. Warum ist das cool? Die Lisp-Freaks, die sagen, ja, Lisp ist the programmable programming language oder it's a building material. Und dann sagen noch ein Haufen Leute auch ein Haufen Positives. Und honestly, es gibt viel mehr Hate als Praise. Ja, das wird jetzt auch keinen überraschen. Warum findet man Lisp-Code für so Sachen erst einmal cool? Habt ihr schon mal Lisp-Code gesehen? Ah, hey, ja, ganz schön viele. Gut. Jetzt mach mal schnell Licht an, dann könnt ihr das vorne sehen, was ich aufschreibe. Wenn wir da ein bisschen Code schreiben, keine Ahnung, sagen wir schreiben eine Funktion, die uns Dinge teilt. Und wir wollen aber erstmal sicherstellen, wenn wir Dinge teilen, teilen wir durch 0 oder nicht, weil was sollen wir nicht tun? Wir sollen nicht durch 0 teilen. Das heißt, wir sagen, wenn wenn B nicht 0 ist, da muss man mal gucken, dass die Klammern aufgehen. Ja, ich weiß, dann teilen wir A durch B und ansonsten sagen wir, irgendwie sowas. Okay, dieser Code sieht jetzt für jeden, der keine Lisp-Routine hat, befremdlich aus. Das ist auch okay. Was man aber, wenn man den Code mal anguckt und einfach so seinen Kopf irgendwie um 90 Grad dreht, dann findet man was super Interessantes raus. Und deshalb ist das so populär. Falls ihr mal ein bisschen in den Compilerbau reingeguckt habt, kennt ihr ja so Syntaxbäume. Ja, und was wir haben ist hier, wir haben eine Funktionsdefinition. Das ist hier das Erste. Und an dieser Funktionsdefinition hängen Kindknoten dran. Zum Beispiel der Name, der heißt hier div. Und dann hängt dran eine Argumentliste. Und an der hängt irgendwie dann das A und das B und dann hängt dran, ja, also Name, args, und dann hängt drin der Code, der tatsächlich in dieser Funktion ausgeführt werden soll. Und da haben wir ein if, und an einem if, da wissen wir, da hängt eine Condition dran,
da hängt ein True Case dran und da hängt ein False Case dran. Was die Leute sagen wollen, wenn sie sagen, Lisp hat keine Syntax, ist, dass sie sagen, ja, du notierst einen Syntaxbaum. Und das ist cool, weil jeder, der schon mal versucht hat, einen C++-Parser zu schreiben, also tut das einfach nicht, okay? Das ist vollkommen... klingt auch geil. Genau, aber also Lisp-Parser muss man immer schreiben, weil die Sprache uns das hergibt, dass wir während der Compiler läuft, können wir sowas Ähnliches wie Templates machen, nur auf dem Syntaxbaum. Das heißt, wir können live während dem Kompilieren den Syntaxbaum rumschiften. Und das ist natürlich ultra cool. Und nachdem ich sehe, dass wir so langsam kaum noch Zeit haben, würde ich das Beispiel einfach mal ganz schnell anteasern, was wir da machen. Und ja, dann, wenn wir das Demo leider nicht abschließen können, wäre auch schön, wenn wir noch irgendwie 2-3 Minuten für Fragen hätten. Guck mal, wie es klappt. Der Talk, der dauert immer zu lang. So, wir basieren uns jetzt nochmal auf diesem Copy-and-Paste-Teil. Genau, das Tool, was wir gebaut haben dazu, wir springen ein bisschen, nennen wir Cemera. Das ist nicht die Coastal Marine Education and Research Academy, sondern das ist ein super kleines Projekt, das ihr tatsächlich einfach ausprobieren könnt. Ich hoffe, dass der aktuelle Stand ist. Wir maintainen das nicht so aktiv, weil es gibt 2 Menschen auf der Welt, die das regelmäßig benutzen und sehr glücklich damit sind und für die funktioniert es. Aber es wäre schön, wenn das mehr Menschen benutzen. Ich mache da überall Werbung für. Es ist ganz toll. Probiert es nur aus. Genau, die Grundidee ist, wir machen eine neue Syntax für C. Wir bleiben bei dem C, wie es ist. Wir ändern nichts an C. Wir schreiben es nur anders auf und machen es damit metaprogrammierbar. Genau, und das können wir uns mal ganz kurz anschauen. Wir haben hier das image.h und wir schreiben da jetzt einen Vergleich. Das nennen wir image.lisp. So, hier haben wir den Lisp-Code. Und was wir jetzt machen ist, ich glaube, darauf würde ich es dann auch belassen und den Rest müsst ihr mir dann leider glauben, ob der Zeit. Dass wir das jetzt 1:1, diesen C-Code, einfach nur syntaktisch anders hinschreiben. Und dann hoffe ich, dass er mir mit dem Baumargument glaubt, dass man das einmal durch den Wolf drehen kann und verrückte Sachen rauskommen können. Und ihr seht auch gleich, warum ich sage, es ist eine nicht ganz so schlechte Lösung, weil natürlich immer noch für viele Leute diese Klammerei ein bisschen abstoßend ist aufs Erste. So, ich schätze mal, das könnt ihr bisher noch alles links, rechts mappen. Ja, das ist das erste Mal. Es sieht halt anders aus. Ne? Gut, dann haben wir diese Forwards. Haben wir einmal den Gray und einmal den Doom. Honestly bin ich mir da gerade... Machen wir mal... Ups. Ja, ihr seht, es wird hektisch. So, bei den Klassen ist es so, ne, man könnte eine Basisklasse angeben oder man lässt es, aber man muss dann sagen, da steht nichts, weil das ist jetzt alles positional. Ja? Die Syntax ist jetzt ganz strikt auf, was steht an welcher Stelle und das muss irgendwie Sinn machen. Ja, man sieht auch, dass das syntaktisch irgendwie so ein Crossbreeding ist zwischen C und Lisp. Ja, man hat da irgendwie auf einmal die Pointer drin und einfach irgendwelche Ist-Gleiches drin und so und Referenzen sehen wir dann gleich auch noch. Es liegt irgendwo so dazwischen. So, den haben wir nur deklariert beim Destructor. Da passiert tatsächlich was. Ja, was passiert da? Der löscht irgendwelches Zeug. Genau, und so können wir jetzt hier den ganzen Rest irgendwie auch einbauen. Vielleicht können wir hier so ein kleines Beispiel machen, wie man diesen Code erzeugen kann. Haben wir die Zeit noch? Ja, ich denke schon. Genau, also den Rest lassen wir hier mal einfach raus. Was ich jetzt nur zeigen möchte schnell ist,
angenommen, wir haben eine Liste von all den Filtern, die wir haben wollen. Wie können wir diese Forwards erzeugen lassen? Das ist jetzt mittelmäßig beeindruckend nur, aber das machen wir mal spontan. Das ist jetzt so eine Baumtransformation, die in Common Lisp nennt die das Makros. Und wenn ihr aus der C-Welt kommt, denkt ihr, ah, Makros. Aber nein, cool bleiben. Ja. Es ist anders und viel verrückter. Oder declare Filters oder sowas. Und dann sagen wir hier, welches sollen deklariert werden. So, und was der jetzt macht, ist, der baut so einen kleinen Programmblock und loopt jetzt über alle Elemente, die in dieser Filterliste drinstehen. Also ne, das, der Call unten würde dann sowas aussehen wie declare filters für Gray und Doom und Foo und Bar. Machen wir noch zwei mehr. Ne? So, die wollen wir deklarieren. Na. Vorne dran kommt er so. For loop, loop, for f in filters. Und dann sammeln wir wieder Code ein. Ja, also jedes Mal, wo wir diesen. Das ist auch schön, dass es ein Backcode sein muss. Ne? Das ist so super unauffällig. Da kommt dann jetzt wieder Code, den wir dann zurückgeben. Struct f, einfach nur als Vorwärtsdeklaration. Zack. So, und wenn wir den laufen lassen, dann sehen wir, dass die hier auf einmal alle aufpoppen. Und das kann man jetzt natürlich in einem deutlich größeren Maße machen, wie das, was wir hier tun. Da hätte ich gerne auch noch ein bisschen was gezeigt. Da läuft mir jetzt leider ein bisschen die Zeit davon. Was ihr machen könnt, falls ihr jetzt nicht total abgeschreckt seid, ja, sondern da mal ein bisschen reingucken wollt, wir haben auf dem Cimera Repository sind noch ein paar Publikationen verlinkt, wo wir das angewendet haben, um wirklich ernsthaft große Dinge zu, also jetzt nicht große Dinge im Sinne von industriegroß, aber so für ernste Projekte, wo wir viel Code generieren, zu zeigen und auch zu vergleichen, wie wäre das, also bei einem Vergleich, da gab es eine andere Gruppe, die hat dafür das Backend vom Clang C++ Compiler gehackt und hat quasi den C++ Syntaxbaum modifiziert, um dann so eine Domänensprache rauszukriegen. Die haben irgendwie, ich weiß nicht, 50.000 Zeilen Code schreiben müssen und sich in Clang einarbeiten. Also wirklich Hut ab, ja. Also krasse, krasse Arbeit. Und wir haben uns natürlich als Parasiten einfach drauf geguckt und gesagt, ja, genau das, was ihr gemacht habt, machen wir jetzt auch immer. Nur mit unserem Tool. Ja. Also wir haben das ganze Akademische mitgenommen, was die erfunden haben, aber haben dasselbe Ergebnis einfach nur auf einem anderen Weg produziert und bei uns waren es halt 900 Zeilen und irgendwie zwei Wochen Arbeit. Was dann. Ja, natürlich hatten wir den Vorteil, dass wir viel, viel abschnorcheln konnten, aber die Art und Weise, so zu arbeiten, kann schon cool sein. Das große Problem ist, das ist echt nichts für zarte Gemüter, diese Art zu arbeiten. Ja, weil tatsächlich die Komplexität von unserem Problem, die wird nicht kleiner. Es wird ein bisschen überschaubarer, was wir an Varianten haben. Das, was ich am wirklich coolsten finde, ist, alles Boilerplate, was mich im Alltag nervt, kann ich wegprogrammieren. Das heißt, ja, wir gehen wirklich gar nicht Zero Cost Abstraction, sondern Approaching Zero Boilerplate finde ich viel geiler. Ja, dass da wirklich nur noch der Code steht, der mich interessiert, und den ganzen Rest, den programmieren wir weg. Ja, Dinge wegprogrammieren ist die Lösung. So, okay, also, das war alles, was ich, nicht alles, was ich sagen wollte, aber vielleicht haben wir noch Zeit für zwei Fragen. Ja. Dankeschön. Erst einmal vielen herzlichen Dank für den Vortrag und ein kleines bisschen Zeit für eine Q&A-Session haben wir noch. Falls ihr also komische Fragen stellen wollt, die schnelle Fragen stellen, jetzt ist euer Zeitpunkt. Komische Fragen für schnelle Antworten, dann kriegen wir sogar drei unter. Okay, schnelle Antwort. Schnelle Antwort, ja, wir können wieder Lichter machen. Das können wir. Gut. Sagen wir mal hier den Motivierten wieder, ja. Hätte ich doch mehr Beispiele machen können. Wer will Fragen zu Copy-Paste, Templates, Lisp? Ihr habt nun die Chance, zum ersten Mal in eurem Leben Lisp zu verstehen, wenn ihr es bisher noch nicht verstanden habt. Genau, mal in zwei Minuten. Okay, da habe ich eine Frage. Ah, nee, bitte. Ah, da ist jemand. Moment, Moment, Moment. Du bekommst ein Mikrofon. Kann man der Turing-Maschine auch Wörter aufs Band schreiben oder muss man die auf leerem Band loslaufen lassen? Die läuft tatsächlich, wo sind wir?
Die kriegt hier unten, hier steht das Wort auf dem Band. Yeah. Die kriegt hier AA. Und wenn man sich das anguckt, hier, dann sieht man auch danach, denke ich hier, genau, hier sieht man auch wieder das Band und sieht, dass sie all das Band geblankt hat. Also jetzt, ich hoffe, ich pointe jetzt nicht eins neben dran, weil es jetzt auch so ein bisschen aus dem Stand ist, aber man kann auf jeden Fall aufs Band schreiben. Das ist auch, was ich hier in der da habe, ne? Da schreibe ich aufs Band, ja, ich will ja A, B, B, B. Ja, ich will halt A hoch 3, B hoch 3. Und hier immer oben drüber eine Konfiguration, die nicht passt. Und da kriegt man dann unterschiedliche. Ja. Genau, also das Paper ist witzig, gerne mal reinlesen. Wenn ihr euer C++ vertiefen wollt, ist das gar nicht das Verkehrteste. Right, weitere Fragen? Okay, konnte man das nachvollziehen, was ich erzählt habe? Ja, cool, danke. Genau. Wenn den Leuten noch weitere Fragen einfallen, können sie dich einfach auf dem Event ansprechen. Genau, ich bin auch hier. Redet mit mir. Dann vielen Dank nochmal für deinen Vortrag und euch allen ein wundervolles Easter Egg.